Normalerweise teste ich hier vor allem Sportuhren. Aber Sportuhren werden immer smarter, Smartwatches hingegen werden immer sportlicher. Daher habe ich letztes Jahr auch getestet, wie gut sich klassische Smartwatches wie die Apple Watch und die Samsung Galaxy Watch als Sportuhren schlagen. Bei der Galaxy Watch 4 konnte ich viele Vorteile feststellen, die aber letzten Endes von der Ungenauigkeit einiger Messungen und vor allem von der sehr geringen Akkulaufzeit überschattet wurden. Nun aber ein neuer Anlauf, denn vor kurzem kam die Samsung Galaxy Watch 5 Pro raus und diese verspricht nun Besserung. Ich habe die Uhr jetzt mehrere Wochen lang bis ins kleinste Detail in der Praxis getestet und möchte dir hier von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Dabei geht es jetzt wirklich speziell um die Galaxy Watch 5 Pro als Sportuhr. Also auf geht's und viel Spaß! Zunächst einmal wird den Aufmerksamen unter euch vielleicht schon aufgefallen sein, dass es hier ein neues Modell gibt. Beim Vorgänger gab es die Galaxy Watch 4 sowie die Galaxy Watch 4 Classic mit drehbarer Lünette. Die Classic-Version gibt es nun nicht mehr, dafür neben der Galaxy Watch 5 jetzt aber auch die Galaxy Watch 5 Pro. Und genau dieses Modell soll eben speziell für den Sport- und Outdoor-Bereich besser geeignet sein und deswegen habe ich mich natürlich auch für dieses Modell entschieden und stelle dir auch dieses Modell in diesem Video vor. Die Galaxy Watch 5 Pro kostet derzeit knapp 430 Euro und kommt mit einem 45 mm Durchmesser Gehäuse. Hier siehst du mal, wie sich das größentechnisch im Vergleich zu anderen Sportuhren darstellt. Die Galaxy Watch ist kleiner als die Garmin Fenix 7X oder die Garmin Enduro 2 und ungefähr genauso groß wie die Polar Grid X Pro oder die Garmin Forerunner 955. Eine erste Besonderheit des Pro-Modells ist dann die Bauweise. Hier kommt nämlich, wie wir es schon von einigen Outdoor-Sportuhren wie der Garmin Fenix 7 kennen, Saphirglas zum Einsatz, wodurch das Display sehr bruch- und kratzfest ist und das Gehäuse besteht außerdem aus dem sehr widerstandsfähigen Titan. Die Galaxy Watch 4 bestand noch aus Gorillaglas und Aluminium. Die neue Uhr ist also auf jeden Fall zumindest im Vergleich zu ihrem Vorgänger robust, hochwertig und langlebig. Die Uhr wiegt dadurch inklusive des Standardarmbands etwa 76 Gramm und ist dadurch ein gutes Stück schwerer als noch die Galaxy Watch 4 oder jetzt auch die Nicht-Pro-Version dieser Uhr. Rein optisch muss ich sagen, finde ich die Uhr sehr ansprechend, aber das ist ja bekanntermaßen Geschmackssache. Ich habe auch viele kritische Stimmen zur Optik gehört und gelesen, aber ich persönlich finde die Uhr sieht richtig gut aus. Beim Armband gefällt mir besonders der neue Schließmechanismus, denn das passiert hier mit so einem magnetischen Klicksystem, wodurch die Uhr generell sehr gut am Arm anliegt. Nur wenn man die Länge einstellen will, dauert es etwas länger als bei einem normalen Armband. Also ich persönlich trage die Uhr zum Beispiel im Alltag etwas lockerer und während des Trainings dann etwas strammer, damit der Puls besser gemessen wird. Dieser Wechsel dauert hier nun etwas länger und ist etwas umständlicher. Beim Display handelt es sich natürlich weiterhin um ein farbiges AMOLED-Display. Dieses ist ja deutlich farbenfroher, heller und kontrastreicher als die transflektiven MIP-Displays, die bei den meisten Sportuhren verbaut sind. Außerdem, typisch Smartwatch, lässt sich die Galaxy Watch 5 Pro natürlich über einen Touch-Display bedienen. Daneben bietet die Uhr auch zwei Knöpfe am rechten Gehäuserand, einmal zum Bestätigen und einmal um zurückzukommen. Viele Sportler, inklusive mir, bevorzugen ja anstelle eines Touchscreens eher die Bedienung über Knöpfe, da die Touchfunktion besonders im Regen oder mit schwitzigen Händen so ihre Probleme hat. Generell läuft die Bedienung mit der Uhr meinen Erfahrungen zufolge aber super flüssig und ist im Alltag sicherlich auch einfacher und intuitiver als die Knopfbedienung. Wenn man sehr stark schwitzt, geht es auch noch, ist aber eben nicht mehr ganz optimal. Ich persönlich finde eine Hybridlösung, bei der eben beides möglich ist, wie es zum Beispiel bei der Garmin Fenix 7 oder der Garmin Epix 2 zum Einsatz kommt, optimal. Außerdem gibt es jetzt hier, wie gesagt, die drehbare Lünette der Galaxy Watch 4 Classic leider nicht mehr. Stattdessen gibt es jetzt hier so eine Art digitale Lünette auf dem Touch-Display. Ich persönlich muss sagen, ich fand die physische Lünette des Vorgängers extrem gut. Die neue Version macht die Bedienung ebenfalls einfach, aber ich vermisse die physische Lünette einfach ein wenig. Kommen wir dann aber direkt mal zu einer der wichtigsten Neuerungen und dieser betrifft die Akkulaufzeit. Wie bereits gesagt, war das nämlich eigentlich so mein größter Kritikpunkt an der Galaxy Watch 4, denn trotz vieler guter Sportfunktionen hat die Uhr nur so einen bis eineinhalb Tage durchgehalten und selbst innerhalb eines Tages wurde es oftmals eng. Vor allem bei wirklich langen Sportarten konnte man sich so einfach nicht mehr auf die Uhr verlassen. Mal zur Einordnung, diese Uhr hatte in der größeren Version einen Akku mit einer Kapazität von 361 mAh. Bei der Galaxy Watch 5 Pro sind es jetzt 590 mAh, was schon ein gutes Stück mehr ist. Aber wie viel mehr ist das wirklich? Samsung gibt an, dass man mit der Uhr bis zu 20 Stunden im GPS-Modus und bis zu 80 Stunden, also mehr als 3 Tage im regulären Modus, erreicht.
Das wäre dann schon deutlich besser als beim Vorgänger. Das wollte ich dann aber natürlich auch nochmal selber in der Praxis testen. Hier habe ich eine Fahrradtour aufgezeichnet. Am Anfang hatte ich dabei noch 73%. Nach knapp einer Stunde GPS-Aufzeichnung hatte ich dann noch 65%. Am nächsten Tag war ich dann laufen. Hier hatte ich am Anfang 32% und nach etwas mehr als einer halben Stunde waren es dann noch 28%. Generell wurden im GPS-Modus bei mir durchschnittlich so 7-8% pro Stunde verbraucht, wodurch man dann auf ca. 13 Stunden durchgängige Aufzeichnung kommen sollte. Das ist zwar weniger als von Samsung angegeben, aber es ist auf jeden Fall besser als noch bei der Galaxy Watch 4. Bei normaler Nutzung hält die Uhr inzwischen auf jeden Fall länger als einen Tag, meistens komme ich so auf 2-3 Tage. Was man dann auch noch positiv erwähnen sollte, ist, dass hier eine Schnellladefunktion dabei ist. Samsung gibt an, dass sich die Uhr innerhalb von einer halben Stunde auf bis zu 45% laden lässt. Auch das habe ich natürlich nicht einfach hingenommen, sondern getestet. Also die Uhr ist hier leer, ich starte die Stoppuhr und lade die Uhr auf. Exakt 30 Minuten später und der Akkustand der Uhr beträgt tatsächlich sogar 47%. Diese Angabe stimmt also auf jeden Fall, beziehungsweise sie wurde in meinem Praxistest sogar übertroffen. Die Galaxy Watch 5 Pro lässt sich also wirklich sehr schnell aufladen. Also was lässt sich jetzt zur Akkulaufzeit der neuen Galaxy Watch 5 Pro sagen? Natürlich ist die Akkuleistung hier immer noch lange nicht auf dem Niveau der Top-Sportuhren von Garmin, Coros, Suunto oder Polar. Dennoch ist die Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgänger deutlich besser geworden und solange es einem nichts ausmacht, die Uhr regelmäßig aufzuladen, wird das für die meisten Sportler wohl auch vollkommen ausreichen. Aber gut, die bessere Akkulaufzeit wollen wir dann jetzt natürlich auch nutzen, um auch länger in den Genuss der Sport-, Fitness- und Trainingsfunktionen zu kommen. Schauen wir uns diese jetzt also mal an. Die Galaxy Watch 5 Pro kann natürlich wieder so Klassiker wie Schritte, Intensitätsminuten, absolvierte Distanz und Kalorien tracken. Dafür bietet die Uhr wie gewohnt diese Ansicht mit herzförmigen Fortschrittsbalken. Also du siehst auch, wie weit du noch von deinen Tageszielen entfernt bist. Diese Übersicht finden wir direkt als ersten Punkt, wenn wir nach rechts swipen. Direkt daneben finden wir dann auch schon den Trainingsmodus. Hier können wir zunächst einmal aus 13 vorinstallierten Modi auswählen. Das wären dann Laufen, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining und so weiter. Diese Trainingsmodi kannst du direkt auf der Uhr oder mit Hilfe der App auch ganz einfach aufstocken und hast dann hier eine bunte Auswahl aus verschiedenen Trainingsprofilen. Etwas enttäuscht war ich aber, dass ich unter diesen Profilen keinen Multisport- oder Triathlon-Modus gefunden habe. Man kann also weiterhin nicht mehrere Sportarten in einer Trainingseinheit aufzeichnen, was etwas schade ist, besonders für Triathleten natürlich ein absolutes No-Go. Aber zum Glück gibt es da dann doch noch ein Hintertürchen, und zwar kannst du, während du ein Training absolvierst, nach links swipen, dann auf Neu klicken und dann eine weitere Sportart auswählen. Auf diese Weise kannst du dir quasi selber manuell einen Multisport-Modus zusammenstellen. Sehr schön ist auch der Trainingsmodus Laufcoach. Hierbei wird man von der Uhr während des Laufens genau angeleitet, bekommt also immer wieder Informationen dazu, wie schnell und wie intensiv man gerade laufen sollte. Dabei kann man im Vorfeld eigene Fitnessziele festlegen und die Uhr hilft dann dabei, diese möglichst schnell und effektiv zu erreichen. Außerdem kann man aus verschiedenen Trainingsprogrammen auswählen. Wenn du mal vergessen hast, das Training zu starten, erkennt die Galaxy Watch 5 Pro einige Sportarten übrigens auch automatisch und fragt dich dann, ob du gerade trainierst und somit eine Einheit aufzeichnen möchtest. Während der Aufzeichnung selber kannst du dir dann bis zu 6 Datenfelder auf der Uhr anzeigen lassen. Diese kannst du individuell nach deinen Wünschen zusammenstellen. Du kannst dir also so etwas wie Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz und die Schritte tracken lassen und außerdem kannst du für jede Sportart andere Datenfelder wählen. Du kannst dir auch Ziele festlegen, also beim Laufen zum Beispiel ein zeitbezogenes Ziel, eine bestimmte Strecke, Kalorien, die du verbrennen willst oder auch Intervalle. Außerdem mit an Bord ist natürlich eine Autolab-Funktion, bei der das Workout automatisch in Runden unterteilt wird. Dabei kannst du die Rundendistanz auch selber festlegen. Ebenso gibt es auch eine Autopause-Funktion, bei der das Workout pausiert wird, wenn du dich nicht mehr bewegst, also zum Beispiel wenn du an einer Ampel stehst. Dazu kannst du dir mit dem Audio-Guide auch Audio-Feedback abholen. Nach dem Workout siehst du auf der Uhr dann eine Zusammenfassung. Hier bei einem meiner Gym-Workouts, zum Beispiel die verbrannten Kalorien, einem Graphen zu deinen Pulsdaten inklusive der durchschnittlichen und maximalen Herzfrequenz und dann noch der Zeit in den verschiedenen Herzfrequenzzonen.
Das volle Statistik- und Analysepotenzial kannst du dann aber erst in der Samsung Health App abrufen. Hier siehst du nach dem Laufen zum Beispiel nochmal deine Route, Graphen zum Puls, der Schrittfrequenz, der Höhe, dem Tempo, genauso wie vielen weiteren Statistiken wie den Herzfrequenzzonen, den Rundenzeiten, sowie auch erweiterten Laufmetriken wie zum Beispiel der Asymmetrie beim Laufen oder auch der Bodenkontaktzeit. Und auch der VO2-Max-Wert wird dir angezeigt, welcher im Prinzip ein Maß für deine maximale Leistungsfähigkeit ist. Das sind allesamt sehr fortgeschrittene Statistiken, die für eine eigentlich als Smartwatch ausgelegte Uhr auf jeden Fall bemerkenswert sind. Dennoch, ähnlich wie bei der Akkulaufzeit, ist es auch hier wieder so, dass die Uhr nicht mit klassischen Sportuhren mithalten kann. Garmin, Polar und Co. bieten dir wirklich unglaublich tiefgehende Sport- und Trainingsanalysen, die weit über die Optionen der Galaxy Watch 5 Pro hinausgehen. Also die Samsung-Uhr bietet einen sehr guten Trainingsmodus und eine gute Trainingsanalyse. Darüber hinaus gibt es aber eben nicht mehr ganz so viele Optionen. Garmin bietet da zum Beispiel so etwas wie die Body Battery oder die Trainingsbereitschaftsfunktion, bei der du ganz genau aufgeschlüsselt siehst, welche Faktoren sich aktuell in welcher Form auf deinen Zustand auswirken. Außerdem siehst du deinen aktuellen Trainingszustand und ob dein aktuelles Training sich positiv oder negativ auf dein Fitnesslevel auswirkt. Bei Polar hast du hingegen die Full Wise-Funktion, eine Art intelligenter Energieassistent, oder auch die Hillsplitter-Funktion für das Training in den Bergen. Außerdem gibt es auch hier mit der Training Load Pro-Funktion eine Möglichkeit zu sehen, ob du mit deinem aktuellen Training eher unterfordert bist, deinen aktuellen Fitnesszustand beibehältst, diesen verbesserst oder ob du deinen Körper überforderst. All das sind dann eben Funktionen, die über den reinen Trainingsmodus hinausgehen und alle möglichen Faktoren aus deinem Alltag mit in dein Training einfließen lassen. Quasi wie eine Art Rund-um-die-Uhr-Begleitung für Sportler. Hier ist die Galaxy Watch 5 Pro nicht ganz so üppig ausgestattet. Natürlich ist hier auch die Frage, ob man all diese Funktionen wirklich braucht. Die meisten Sportler und Hobbyathleten werden sicherlich auch mit dem Funktionsumfang der Galaxy Watch absolut auskommen, aber die Uhr hat natürlich auch ihren Preis und wenn es wirklich rein um die Sport- und Trainingsfunktionen geht, dann bekommt man diesen Funktionsumfang auch schon für deutlich weniger Geld. Ein Punkt, der mir bei der Galaxy Watch 5 Pro auf jeden Fall beim Training nicht gefällt, ist, dass man keinen Brustgurt mit der Uhr verbinden kann. Dafür kann man sich zwar Drittanbieter-Software runterladen und es so über Umwege doch irgendwie hinkriegen, aber dass die Uhr das von sich aus nicht erlaubt, ist zumindest mal verwunderlich. Besonders als Sportler möchte man bei gewissen Sportarten natürlich einen Brustgurt verbinden. Das gleiche gilt dann übrigens für weitere sportrelevante externe Sensoren wie Trittfrequenzsensoren für das Radfahren. Wie gesagt, hier bräuchte man dann also zusätzliche Software. Und diesbezüglich bietet die Galaxy Watch 5 Pro eine Besonderheit im Gegensatz zu den meisten Sportuhren, nämlich dass sie mit Googles Wear OS System ausgestattet ist. Man hat sich ja bereits bei der Galaxy Watch 4 vom hauseigenen Tizen System verabschiedet und hat jetzt auch hier wieder das Google Betriebssystem. Auf die vielen smarten Funktionen möchte ich in diesem Video aber gar nicht eingehen, denn es soll ja primär um die Sportuhrenperspektive gehen. Durch das Wear OS System hast du jetzt hier aber auch den Play Store mit an Bord und kannst dann den Funktionsumfang somit fast beliebig erweitern. Die Apple Watch hat ja den App Store, hier hast du jetzt eben den Play Store und kannst darüber zahlreiche Trainings- und Fitness-Apps auf die Uhr laden. Apps wie Komoot und MyFitnessPal sind zum Beispiel bereits auf der Uhr vorinstalliert und es gibt sicherlich für alle möglichen Sportler irgendwelche sinnvollen Apps. Insgesamt braucht sich die Uhr in Sachen Sportfunktion also nicht verstecken und hat auf jeden Fall einiges zu bieten. Vor allem auch im Zusammenhang mit der Samsung Health App werden viele Sportler auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Auch wenn die Uhr in dieser Hinsicht auf jeden Fall nicht auf dem Niveau wirklich klassischer Sportuhren liegt. Schauen wir uns dann noch ein paar Fitness- und Gesundheitsfunktionen für den Alltag an. Hier bietet die Samsung Galaxy Watch 5 Pro nämlich einige Besonderheiten, die nicht einmal Sportuhren bieten. Neben Klassikern wie den Schritten, Kalorien oder der Herzfrequenz hat die Uhr nämlich unter anderem auch einen Bioactive-Sensor verbaut, den wir auch schon von der Galaxy Watch 4 kennen. Dieser Sensor erlaubt eine sogenannte bioelektrische Impedanzanalyse, die wie eine Körperanalysewaage den Körperfettanteil, den Anteil der Muskeln und so weiter messen kann. Was das angeht, habe ich beim Vorgänger noch so meine Bedenken geäußert, denn damals waren die Ergebnisse dieser Körperanalyse bei mir zumindest einfach nicht wirklich zuverlässig, also manchmal lag mein Körperfettanteil hier laut Uhr bei 12% und wenige Minuten später dann bei 19%. Bei der Galaxy Watch 5 Pro allerdings muss ich sagen, dass die Ergebnisse hier jetzt echt ziemlich stabil sind. Außerdem decken sie sich auch durchaus mit dem, was ich hier erwarten würde.
Der Bioactive-Sensor erlaubt aber nicht nur die Körperanalyse, sondern zum Beispiel auch eine EKG-Funktion. Das bieten die Sportuhren von Garmin und Polar nicht. Von Fitbit und der Apple Watch kennen wir diese Funktion aber teilweise schon. Die Galaxy Watch 5 Pro kann also direkt am Handgelenk ein Elektrokardiogramm aufzeichnen und so eventuelle Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus feststellen. Ebenso kann die Uhr auch noch den Blutdruck messen. Blutdruck und EKG sind jedoch leider nur in Verbindung mit der Samsung Health Monitor App möglich und diese kann man nur auf einem Samsung Smartphone herunterladen. Das ist natürlich sehr schade. Ich selber habe kein Samsung Handy und kann diese beiden Funktionen daher jetzt leider nicht nutzen und für euch testen. Eine Funktion, die hingegen auch für Nicht-Samsung-Nutzer möglich ist und die wir auch schon von anderen Sportuhren kennen, ist die Messung der Blutsauerstoffsättigung, also dem SpO2-Wert. Diesen Wert habe ich regelmäßig mit einem Pulsoximeter gegengemessen. In den meisten Fällen war die Galaxy Watch 5 Pro dabei sehr genau und höchstens mal um 1-2% daneben. Ein Sensor, der für die Galaxy Watch 5 Pro als Neuerung angekündigt wurde, ist auch der Temperatursensor. Die Uhr hat auch einen solchen Sensor verbaut, jedoch ist die Temperaturmessung Stand jetzt noch nicht möglich und soll dann erst über spätere Updates kommen. Dahingegen ist eine Schlafanalyse auch hier natürlich wieder mit an Bord. Diese wurde nochmal weiterentwickelt und soll laut Samsung sogar die aktuell beste auf dem Markt sein. Hier ist es für mich immer etwas schwierig, das Ganze gegenzutesten, denn dafür müsste ich idealerweise wochenlang in ein Schlaflabor gehen und die Ergebnisse dann mit denen der Uhr vergleichen. Ich kann da ja nur sagen, die Ergebnisse des Sleep Trackings kamen mir hier tatsächlich sehr genau vor. Bei der Galaxy Watch 4 hatte ich hier genauso wie bei der BIA-Analyse ja noch so meine Zweifel. Generell werden dir hier wieder einmal die Schlafdauer, die genauen Schlafenszeiten sowie auch die jeweilige Dauer in den Schlafphasen des Leichtschlafs, Tiefschlafs und REM-Schlafs angezeigt und du erhältst zusammenfassend einen Sleep Score zu deiner Schlafqualität. Ob die Schlafanalyse jetzt wirklich die beste auf dem Markt ist, das kann ich wie gesagt nicht wirklich beurteilen. Mir kamen die Ergebnisse hier aber durchaus schlüssig vor und sie haben sich auch mit meinem eigenen Empfinden am Morgen sehr gut gedeckt. Einer der wichtigsten, weil grundlegendsten Messungen ist dann aber nach wie vor die Pulsmessung. Auch diese wird vom Bioactive-Sensor erledigt, der somit mit Puls, EKG und BIA drei Jobs auf einmal verrichtet. Wie genau ist die optische Pulsmessung am Handgelenk hier bei der Galaxy Watch 5 Pro? Wie immer habe ich dazu mehrere meiner Sporteinheiten aufgezeichnet und gleichzeitig einen Brustgurt zur Kontrolle getragen. Das war in meinem Fall der HRM Pro Brustgurt von Garmin. Hier siehst du die Ergebnisse einer meiner Laufeinheiten im direkten Vergleich. Am Anfang gab es eine kleine Phase, wo die Daten nicht übereinstimmen, aber ansonsten sieht das Ganze sehr gut aus. Vor allem auch zum Schluss, wo mein Puls dann beim Auslaufen wieder runtergeht, kommt die Uhr sehr gut mit dem Brustgurt mit. Insgesamt ist der durchschnittliche Puls daher auch sowohl laut Brustgurt als auch laut Galaxy Watch 5 Pro bei genau 137 und auch was den maximalen Puls angeht, liegt die Uhr nur um einen Schlag daneben. Damit bin ich also sehr zufrieden. Hier siehst du dann jetzt das gleiche nochmal für eines meiner Workouts im Fitnessstudio. Wir sehen, dass der Brustgurt in Rot mehr Details bietet als die Galaxy Watch, also hier haben wir teilweise sehr viele Auf- und Abstiege der Herzfrequenz in kurzen Abständen. All diese Feinheiten konnte die Galaxy Watch 5 Pro nicht erfassen, aber insgesamt ist auch das ein wirklich gutes Ergebnis, im Vergleich zu anderen Sportuhren auch auf jeden Fall eines der besseren. Auch das GPS und dessen Genauigkeit sollte bei einer guten Sportuhr sitzen. Die Galaxy Watch 5 Pro bietet neben dem klassischen GPS noch GLONASS, Beidou und Galileo an. Die neuesten Sportuhren aus dem Hause Garmin bieten mit der Multiband-Funktion allerdings auch schon eine fortgeschrittenere GPS-Messmethode, bei der mehrere Frequenzen von mehreren Systemen gleichzeitig abgerufen werden können. Diese Methode hat sich in meinen Praxistests bisher als die genaueste herausgestellt, daher wollte ich wissen, ob die Galaxy Watch 5 Pro da mithalten kann. Um das zu testen, war ich mit dieser Uhr sowie mit der Garmin Fenix 7 mit Multiband-Funktion mit dem Fahrrad unterwegs. Zunächst einmal bin ich ein bisschen in der Stadt gefahren und dann in den Wald, wo ich dann exakt die gleiche Strecke hin und zurück gelaufen bin. Zunächst einmal muss ich übrigens noch sagen, dass es zumindest bei mir immer eine Weile gedauert hat, bis ich ein GPS-Signal hatte. Manchmal hat es auch nur so 10 Sekunden gedauert, manchmal wie in diesem Fall aber auch 2-3 Minuten, was dann schon etwas nervig ist. Nun aber zur aufgezeichneten Strecke. In der Stadt sieht es zunächst mal ganz gut aus, beide Uhren zeichnen hier fast die gleiche Strecke auf. Als ich dann aber durch ein Industriegebiet gefahren bin, gibt es hier eine deutliche Abweichung. Laut der Galaxy Watch 5 Pro bin ich dabei durch diese Gebäude hier gefahren, was natürlich nicht der Fall war.
Auch hier beim Überqueren einer Hauptstraße gab es eine Abweichung. Wirklich deutlich wird es dann aber erst im Wald. Laut der Phoenix 7 war ich nämlich am Rand der Straße im Wald unterwegs und genauso war es eben auch. Die Galaxy Watch 5 Pro zeigt allerdings an, dass ich quasi komplett mitten durch den Wald gefahren bin. Das stimmt natürlich nicht. Und auch hier auf den engen Waldwegen sieht man dann deutlich, dass Hin- und Rückweg bei der Phoenix 7 mit der Multiband-Funktion deutlich näher aneinander liegen als bei der Galaxy Watch 5 Pro. Hier gab es also dann schon einige Ungenauigkeiten. Insgesamt ist die GPS-Genauigkeit der Uhr meinen Erfahrungen zufolge auf jeden Fall nicht optimal und definitiv schlechter als die der meisten modernen Sportuhren. Wo wir schon mal beim Thema GPS waren, müssen wir auch noch über die Navigationsfunktionen sprechen. Diese sind nämlich ebenfalls neu und ein weiterer Grund für das Pro im Namen der Galaxy Watch 5 Pro. Ein Punkt, der bei der Galaxy Watch 4 für Sportler nämlich noch gefehlt hat und der jetzt auch bei der normalen Version der Galaxy Watch 5 fehlt, ist die Navigation während des Trainings. Es gab zwar durch das Google-Betriebssystem die Google Maps App, wodurch man sich navigieren lassen konnte, aber eben nicht während des Trainings. Nun ist die Navigation eben auch im vorinstallierten Trainingsmodus angekommen. Jedoch stand jetzt nur in den Modi Radfahren und Wandern und, was ich etwas komisch finde, nicht im normalen Laufmodus. Aber naja, vielleicht kommt das ja noch über ein Update zu einem späteren Zeitpunkt. Die Navigation an sich ist auf jeden Fall gelungen. Du kannst GPX-Dateien auf die Uhr laden und hast dann die Routen direkt in den jeweiligen Trainingsmodi. Wenn du dich beim Starten der Trainingseinheit noch nicht auf der Route befindest, dann navigiert dich die Uhr zum Startpunkt, das jedoch nur mit einem einfachen Richtungspfeil. Wenn du dann auf der Route bist, hast du hier aber eine richtige Turn-by-Turn-Navigation mit Audio-Feedback, Vibrationen und Hinweisen auf dem Display. Dabei hast du richtige topografische Karten mit allen wichtigen Details aus der Umgebung. Du wirst auch darauf hingewiesen, wenn du die Route verlässt, und außerdem gibt es auch eine Trackback-Funktion, die dich zurück zum Startpunkt leitet. Dabei wird dir allerdings nicht die schnellste Route zum Startpunkt angezeigt, sondern eine komplette Rekonstruktion deiner absolvierten Route. Wenn du dich vom Startpunkt bis zu deiner aktuellen Position also 5-mal verlaufen hast, dann schlägt dir die Uhr trotzdem vor, die exakt gleiche Route wieder zurückzunehmen. Bei den Premium-Sportuhren von Garmin gibt es hier neben dieser klassischen Trackback-Funktion eben auch die Option, auf dem schnellsten Wege zurück zum Startpunkt zu gelangen. Es gibt bei der Navigation der Galaxy Watch 5 Pro also sicherlich noch Verbesserungspotenzial, aber die topografischen Karten und die grundlegende Navigationsfunktion finde ich persönlich sehr gelungen und auf jeden Fall ein weiterer Grund, auf die Pro-Version zu setzen. Was können wir denn nun unterm Strich zur neuen Galaxy Watch 5 Pro festhalten? Zunächst möchte ich wie zu Beginn dieses Videos nochmal betonen, dass ich hier bei weitem nicht alle Funktionen der Uhr vorgestellt habe und das wollte ich auch gar nicht. Es sollte hier ja wirklich speziell um die Eignung als Sportuhr gehen. Dass du mit der Uhr also SMS schreiben kannst, den Google Assistant nutzen kannst und mit ihr telefonieren kannst, habe ich gar nicht erwähnt. Denn ich bin mir sicher, hierzu gibt es schon genug Videos. Wie schlägt sie sich also als Sportuhr? Was die Galaxy Watch 5 Pro im Gegensatz zu ihrem Vorgänger und zu der Nicht-Pro-Version zu einer besseren Sportuhr macht, sind die höhere Robustheit, die guten Navigationsfunktionen sowie vor allem die verbesserte Akkulaufzeit. Außerdem hast du hier auf jeden Fall wieder einmal einen großen Funktionsumfang mit vielen Sport- und Fitnessfunktionen. Was das Training angeht, bietet die Uhr inklusive der App sehr, sehr viele Statistiken und Auswertungsmöglichkeiten und auch im Alltag werden viele gesundheitliche Daten getrackt. Besonders der Bioactive-Sensor erlaubt dabei Messungen, die nicht einmal die meisten Sportuhren bieten. Die Messungen sind dabei meinen Erfahrungen zufolge auch deutlich ausgereifter und genauer geworden. Dennoch muss man unterm Strich auch sagen, wenn es wirklich rein um die Eignung als Sportuhr geht, dann gibt es, besonders zu diesem Preis, definitiv Sportuhren, die mehr Trainingsfunktionen und auch eine deutlich bessere Akkulaufzeit bieten. Zudem fehlt hier die Möglichkeit, externe Sensoren wie einen Brustgurt mit der Uhr zu koppeln und auch die GPS-Genauigkeit ist im Vergleich zu anderen Sportuhren aus dieser Preisklasse nicht ideal. Die Uhr ist aber natürlich ohne Frage eine sehr gute Smartwatch. Wenn du also eine Smartwatch suchst, die sich darüber hinaus auch gut als Sportuhr eignet, dann könnte die Galaxy Watch 5 Pro genau die richtige für dich sein. Generell dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was die Smartwatch-Welt in der Zukunft noch für uns Sportler bereithält. Bereits jetzt kommen immer mehr sinnvolle Funktionen und Features für Fitness, Training und Gesundheit raus und letzte Woche kam ja auch noch die neue Apple Watch, bei der es mit der Ultra-Version nun auch ein spezielles Modell für Sportler gibt. Lass mich in den Kommentaren jetzt aber erstmal wissen, was du von der neuen Galaxy Watch 5 Pro hältst. Wenn dir dieses Video gefallen oder weitergeholfen hat, dann lass doch außerdem gerne einen Daumen nach oben da und wenn du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann abonniere doch auch noch schnell, einfach und kostenlos diesen Kanal. Vielen Dank aber erstmal, dass du dir dieses Video angeschaut hast und bis zum nächsten Mal.